So, also die Folge haben wir dann gemacht. Ich habe erstmal einen Steak-Generator gemacht, dazu dann 40 Geothermal-Generatoren gemacht und den Mass Fabricator haben wir jetzt auch an unser Stromnetz erstmal angeschlossen, das ich ein bisschen optimiert habe durch ein verbessertes Programm der von unserem Nuklearreaktor und Benny hat gemacht. Jo, ich habe eine Lavapumpe aufgestellt. Ich habe nochmal an den Farmen ein bisschen weitergemacht, also mehr Farmen aufgestellt. Und ich habe angefangen, Tesseracts zu machen, damit wir eben die Lava auch zu uns pumpen können. Okay, hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Tesla.de. Heute mit dem GT-Freak zu einer weiteren Folge vom Evolutioncraft-Projekt. Hallöchen, Leute. Ja, wir machen dann jetzt weiter am Keller. Ich habe zwischen der letzten Folge und dieser Folge mal ein bisschen rumexperimentiert, was das Atomkraftwerk angeht. Und ich habe eine, ja, doch relativ gute Konstellation gefunden, wie ich 60, 90 EU pro Tick machen kann. Dazu brauche ich erst aber mal, beziehungsweise ich mache hier trotzdem schon mal gerade noch rein, damit das gerade noch ein bisschen produziert. Dazu brauche ich noch einen Advanced Heat Vent, den mache ich mir mal eben. So, und was machen wir dann jetzt eigentlich noch die Folge so weiter über? Also ich hätte mal gesagt, dass wir erstmal eine Pumpe im Nether aufbauen. Deshalb gehe ich nachher mal noch Enderman farmen in der Nacht. Oder hätte ich gesagt, dass wir dann mal nicht pennen gehen, sondern hier zusammen Enderman farmen gehen, um an Enderperlen ranzukommen, um Chunkloader zu machen, um eben die Pumpe laden zu können im Nether. Okay. Und dann bauen wir uns, das ist dann auch nochmal eine zusätzliche Energiequelle, die für gewöhnlich recht gut funktioniert. Ja, bis der Nether halt leer ist, aber ansonsten ist das auch ganz okay. Ja, aber das dauert halt immer ein bisschen, bis der mal leer ist. So, Deshalb. jedenfalls. Also, ich habe mir Folgendes ausgedacht. Moment, den machen wir mal eben ab. So, wir machen nämlich Folgendes. Hier kommt ein Van hin, da kommt ein Van hin. Hier kommt so. So, 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 so. Dazwischen kann man überall die Uraniumzellen reintun, ohne dass das Ding hochgeht. Das habe ich schon getestet. Das funktioniert. Das habe ich gerade ein bisschen auch mal. Also es gibt da so ein kleines Programm, das kann man sich da durchgucken, ob das funktioniert. Es hat da laut dem Programm funktioniert. Und ich habe es extra dazu nochmal in der Singleplayer-Welt probiert zu machen. Und mir fällt gerade auf, ich habe keinen Timer gestellt, aber jetzt. So. Ja, so lange nehmen wir noch nicht auf. Sollte passen. Wenn das Ganze hier Ja. doch hochgehen sollte, dann scheiße. Jo, dann scheiße, ne? Dann ist das nicht so gut, habe ich gehört. Vergiss immer wieder da Erde rein zu tun. Also Und ich habe auch keine Erde mehr. man munkelt, es sei nicht so gut. Jedenfalls haben wir dann mal. Nein. Lauf doch weiter. So, tun wir das da rein. Dann gucke ich gleich mal, wie das aussieht mit der Query. Kann es das sein, dass jetzt schon Nacht ist? Dass jetzt gerade Nacht wird? Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich gerade im Keller bin noch. So, übrigens, die MFE, die bekommt sogar, die speichert gerade sogar noch Energie. Gucken wir mal, was die Query macht. Oh So. ja, die haut. Ja, die Query. Oh ja, oh ja. Die Arbeitet ihr haut jetzt? ordentlich durch. Okay, ja, jetzt können wir doch viel besser damit arbeiten. Weißt du, wie lange das Ding ungefähr läuft so? Das Atomkraftwerk, Ja. das dauert ungefähr 2 Stunden, dann ist das Ding leer. Wie viel Uranium hast du noch? Also Uranium habe ich eigentlich noch genug. Also ich habe zumindest hier noch Stacks. Ein Stack und 16 Stück müssten da noch gewesen sein. Also da ist noch ein bisschen. Ne, hier in der Kiste. Da. Ne, da war jetzt noch ein Stack. Och ja, Das ein dürfte. Stack hast du noch. Oder Das passt. hier in der Query liegt auf jeden Fall noch ein bisschen was drin. Ja, mit Definitiv. Sicherheit. Ja, da hier Hier. überall in den Kisten immer. Da oben ist auf jeden Fall noch was drin. Moment mal, warum funktioniert das hier gerade nicht? Guck mal, die Query kann. Weil Die ich, weil Query da kein, läuft. Die Query nee, da läuft ist auf. kein Strom angeschlossen.
Ach so. Ups. Die Query läuft übrigens auf maximaler Geschwindigkeit. Weil, ja, wenn da Energie gespeichert wird. Oh, kann es sein, dass es gerade, dass hier gerade was explodiert ist? Ja. Nein. Das war jetzt blöd. Egal, war nur der Was ist Kompressor. denn explodiert? Der Kompressor. Kompressor. Okay. Zum Glück explodiert nichts anderes. Egal, ich hätte gesagt, jetzt ist gerade Nacht, wir gehen auf Enderman Farm. Das ist Jo, ich jetzt. lade noch gerade ganz schnell mein Jetpack auf. Stimmt, ich auch noch, das ist gar nicht so verkehrt eigentlich. Komm schneller. Also mit energietechnisch sieht das gerade gut aus. Eigentlich bräuchten wir einen MFSU. Wobei, warte, ein MFE Ne? reicht, weil die, wenn das hier leer, beziehungsweise wenn das Atomkraftwerk fertig ist, dann nimmt ihr ja noch die Energie aus dem MFE raus und der MFE wird gerade auch ein bisschen aufgeladen. Also ich denke mal, dass wenn man da einmal befüllt, dass sie dann 3 Stunden auf jeden Fall gut unterwegs ist. Hätte ich jetzt einfach mal so spekuliert. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hoffen wir einfach drauf. Aber die. Ja, die läuft gut. Die Energie. Das ist gut. Da haben wir dann gu ein gutes Setup dafür. So, wo bist du jetzt eigentlich? Oder geht jeder für sich Gehe einfach? um. Die sagt, dass jeder für sich geht, aber ich stehe hier gerade bei mir in einem Chunkloch scheinbar. Auch jetzt lädt das so langsam. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal hier in die Richtung. Dann gucke ich mal, dass wir die Enderperlen endlich finden. Das wäre Ja, nämlich. damit wir uns im die Chunkloader machen können, das wäre sehr praktisch. Das wäre einfach nur extrem wichtig, aber kann das. Sind die Mobs überhaupt an? Ja, frage ich mich auch gerade, weil ich sehe überhaupt gar nichts. Ich habe gerade so das blöde Gefühl, als hätte Cube das immer noch nicht gemacht. Ne, hier sind keine Mobs, Ben. Das können wir vergessen. Ansonsten. Okay, gut, dann machen wir es mit der Pumpe in der anderen irgendwann anders, wenn wir mit Cube geredet haben. Aber in unserem Keller waren doch die ganze Zeit Mobs gewesen, oder nicht? Wirklich? Ich weiß es nicht. Geh Da, mal. doch, da Mobs sind an. Ich sehe die Skeletons Ja und gut, Spinnen. dann gehen wir mal weiter. Weil ich verstehe das nicht hier. Ich laufe hier auf freier Fläche rum und ich sehe keinen einzigen Mob, was normalerweise extrem. Ah doch, jetzt hier, da ist eine Spinne. Okay. Ja, das ist Sorry für ein den. bisschen was, aber es ist was. Sorry für den Fehlalarm. Aber ich sehe halt keinen Enderman. Ja, das, die sind sowieso relativ selten eigentlich. Beziehungsweise soll ich mal. Ich hätte ja in Richtung meiner Query dann laufen können, schon mal und da auf der Suche nach Enderman sein können. Ja, unten ist ein Creeper. Ah ne, komm, zu meiner Query gehe ich mal in einer anderen Folge, hätte ich gesagt. Dann, wenn ich auch mir todessicher bin, dass die Query da endlich fertig ist. Also, ich sehe hier gerade nur Creeper. Die Aber. eigentlich fast nur Spinnen. Oh, hier ist ein relativ großer Vulkan. Apropos. Die Minium-Scherben. Guck, dass du mal vielleicht andere Mobs auch tötest. Oh, ich hab, mein Schwert ist recht begrenzt. Ja, dann halt nicht. Bemühe mich drum, ein bisschen was zu killen, aber. Ja, gut. Aber Endermen sind Oh, wirklich. Skeletons nicht. Skeletons töte ich aus Prinzip nicht. Ich hoffe, das hat man jetzt in meiner Aufnahme nicht gehört. Nicht so wichtig. Ich habe jedenfalls nichts gehört, das sieht Okay, dann ist gut. gut aus. Ich sehe noch ein Obsidian-Totem. Ja, so eine Quantumhose wäre jetzt was echt Geiles, muss ich sagen. Ist echt so. Brauchen wir eigentlich Slime Balls? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch eben gerade mal einen Slime gekillt. Einfach weil Ich, YOLO. ganz ehrlich, ich hole die auch gerade einfach mit. Weil ich weiß, dass man die sonst auf keine Weise bekommt. Ne? Ich habe ein Dschungelbiom gefunden. Vielleicht, wenn du da Melonen siehst, die vielleicht mal mitnehmen. Ja, das war ja unser Debakel im anderen Projekt. Was heißt Aber das Debakel? sind. Ja. Wir haben ja die Map ein bisschen vorgeladen, sozusagen. Damit das eben beim ersten Spielen nicht abstürzt. Obwohl wir den Server eigentlich genug RAM zugewiesen haben. Oder du vielmehr. Ja, und der hat es auch nicht abgestürzt. Also, wir reden dann jetzt von City of Harmony. Könnt ihr ja mal vorbeigucken. Da dürften die ersten Folgen auch schon bei uns auf den Kanälen drauf sein.
Ist auf jeden Fall ein ganz lustiges Projekt. Also mir macht es bis jetzt gut Spaß. Ja. So, und ich sehe noch Slimes, aber ich sehe keinen einzigen verdammten Enderman. Auch nicht. Ich muss jetzt mal gerade drauf achten. Ich bin gleich 1000 Blöcke vom Spawn von unserem Häuschen oder meinem Grundstück entfernt. Wirklich? Da gehe ich dann doch lieber mal im Kreis ein bisschen mehr. Wie wär's mit einem Generator, wenn du einen mitnimmst? Ich renne ja relativ viel. Sollen wir haben wir überhaupt Narratoren über? Einen vielleicht. Bestimmt. Dann hätte ich eher gesagt, dass wir den dann ans an unser Stromnetz anschließen. Obwohl, warte, ne, jetzt im Moment haben wir ja genug. Stimmt, ja. Du hast ja wunderbarerweise vorgesorgt. Aber das wäre schon ganz nett, wenn wir dann eben eine Puppe im Nether da hätten. Ja. Ja gut. Aber oh, nicht, ich hab noch 3 Herzen. Wenn nicht, wir können es auch so machen. Kill einfach. Ja genau, wir killen einfach alle random Mobs und hoffen drauf, dass die viele Minimum-Scheren droppen. What the fuck? Wie ist das jetzt passiert? Ich weiß es nicht, der hat mir halt ziemlich viel auf einmal gezogen. Ja, dass du Minium-Scherben und dann. Ja, dass wir eben mit den Minium-Scherben aus Eisen einfach uns Enderperlen machen. Geht das? Ja. Ist mir jetzt mal gerade so eingefallen. Das ging ja mal. Wir haben einen Minium-Stein, das passt ja. Das ist alles. Wir haben einen Minium. Ja klar. Hab ich letzte Folge doch auch schon gesagt. Ja, aber wir haben ihn doch, hast ihn doch nicht gefunden, oder wie doch, war doch. Das? Den habe ich, glaube ich, sogar dabei gehabt. Scheiße, jetzt muss ich meine Sachen holen. Also ne... sag mal, wo du gestorben bist, dann... Ich bin schon da, ich bin 20 Meter weg. Achso, okay, gut. Oho, hier liegen auch meine Sachen. Gut, das Schwert habe ich als erstes, das ist ganz wichtig. Oh, Creeper! Boah, was mir jetzt mal gerade so einfällt zum Thema durch Mobs sterben. Weißt du noch, wir haben mal so eine private Map, als ich noch keinen PC hatte. Private Map auf Saschas altem PC damals gemacht. Wir haben da drauf Fit to Beast Light auch gespielt. Und ich hatte mir gerade eine Quantumhose gemacht, bin mit dieser Quantumhose stolz da rumgerannt. Wurde von einem Zombie getötet und im Endeffekt hatte dieser Zombie dann meine Quantumhose an. Und die ist nicht mehr gedroppt. Das ist natürlich ungünstig gewesen damals. Mhm. Mir jetzt mal gerade so eingefallen zum Thema Glück. Durch Zombies sterben. Zum Glück wurde da alles gerade gedroppt. Ja, den Minium-Stein habe ich in der Dingens. Oh Mann. Da haben wir wieder ein bisschen zu viel Folgenzeit eigentlich dafür verblempert. Verdammt! Jupp. Egal. Braucht man für irgendwas Zombie Brains? Und warum zur Hölle ist der. Zum Zaubern nur. Ja, gut, dann tue ich den einfach mal da unten rein. Mit wie viel Eisen geht das denn eigentlich? Oder wie macht man das? 4 Eisen, also an den Minium Stone einfach dran. Craften. Ja, wie viel brauchst du? Wie wir Chunk Loader brauchen eben. Wie viele Chunkloader? 2, ne? 2 Stück, ja. 1, 5, genau. Ja, 2. Ja gut, dann mache ich mal eben die 2 Chunkloader, hätte ich gesagt. Mach das, ich baue gerade die Zuckerrohrform ab. Genau, und kannst warte, ich guck zuerst nach den Farben. Kannst du ja vielleicht mal gucken, dass du schon mal eine Pumpe machst, vielleicht schaffen wir das dann noch heute in der Folge. Und ja, genau. Wie macht man eine Pumpe? Jetzt mal gucken. Ich habe, glaube noch nie eine Pumpe gecraftet. Ne, ich habe noch nie aus dem Nether Lava gehabt. Gucken wir mal. Bump. Ja, ein bisschen Buch zu geschrieben. Mit einem Tank und einer Mining Well, und dafür braucht man recht viel Eisen, okay. Das passt ja an. Nehmen wir uns Eisen. Dann das noch? Außer Eisen, Glas und Redstone 1. Haben wir hier Redstone? Haben wir hier Redstone? Haben wir hier Redstone? Hier haben wir Redstone. Mach mal hoch. Brauchst du noch Redstone? Nö, hab jetzt. Gut, die 2 Chunkloader hab ich zumindest schon mal. Den einen stelle ich mal da unten in den Keller. Ne? Jo, ja, mach das. Und dann werde ich mich mal daran setzen. Ich verklickt. Warte, den anderen mache ich dann mal, oder den werfe ich dir gerade hin, okay?
Jo, haben wir irgendwo ein Nether-Portal? Nein, haben wir nicht mehr. Das mussten wir neu machen. Ich stell gerade eins auf dein Grundstück, okay? Okay, mach das. Hätten wir jetzt vielleicht noch einen Flint? Da haben wir einen Flint, gut. Wir haben kein normales Eisen hier gerade, doch haben wir. Das wäre natürlich jetzt komisch gewesen, hätten wir kein normales Eisen mehr. Das wäre echt merkwürdig. So, Wo ist Flint der? and Steel. Das, da. Mining Well und einmal Tank. Ging doch so. Ging der Tank. Ach so, Kiste. Like a chest. Oh Gott, Chest. So. Das müsste doch so Das gewesen sein. dahin. Jupp, Netherportal steht. Ich hätte gesagt, wir sind sehr produktiv im Moment. Warum auch immer. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir gerade die erste Zeit ein bisschen blöd rumgeeiert sind. Ich könnte mir einen neuen Kompressor machen. Okay, habe ich Krass. Alter, wie viel Energie der stort in so kurzer Zeit. Das ist richtig heftig. Warte, was ich noch machen müsste, wäre gut zu. So, Mach Generator. einfach mal links. Generator. So, Iron Furnace. Ich mache, glaube ich, jetzt einfach mal stackweise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks Meinst du, Cobblestone. sechs Tanks reichen, sechs kleine Tanks reichen, um die Lava zu dornen? Oder haben wir noch irgendwo Glas? Ich weiß es nicht. Glas können Oh, wir ja ich aus bin Heavy gerade Matter nicht. machen. Ja, Zwei, ich drei, bräuchte jetzt vier. ein bisschen Glas. Da sind noch 50. Warte, ich mach dir gerade. Wie viele brauchst du denn? Ich hätte einfach mal gesagt, ich mir, keine Wie viel Ahnung. brauchst du? Ich mach dir dann jetzt was. Ja, mach mal einfach so viele Tanks. Ach so, wie viel Glas? Okay, keine Ahnung. Hier, ich hab dein Stacking Nochmal auf. zwei Stacks oder so. Eins, ja gut, ein Stack gleich. Reicht. Leicht. Reicht. Reicht. Hoffe ich. So. Wird schon schief gehen. Oh Mann, das reicht nicht mehr. Ja, also. Ernsthaft? 20 Tanks, das zu reichen. Dann nochmal. Ich müsste aber ehrlich gesagt doch nochmal in unsere Quarry, um mal Ressourcen abzuholen. Wobei, ne, wir haben ja noch bei unserer Quarry hier. Komm, brenn doch mal ein bisschen schneller. Ich feiere das gerade mega mit dem Atomkraftwerk vor allem. Es funktioniert noch, ich habe irgendwie keinen radioaktiven Effekt und jo, es regnet, das ist gerade nicht so toll. Das feiere ich nicht. Definitiv nicht. So. Ich habe darauf Warum ist eigentlich gehofft. kein Netherportal mehr da? Das hatte ich abgebaut gehabt, das stand hier auf meinem Grundstück. Okay. Also das war da noch, wo mein altes Haus stand, also schon länger her. So, Generatoren, dann brauche ich drei Stacks. We find Iron. Eins. Zwei. Und der dritte. Jetzt kommt es an den ekligen Teil. Moment. Ich könnte mir vielleicht mal ein Project Table machen, das fällt mir gerade ein. Wir brauchen nämlich jetzt Kupferkabel und das ohne Ende. Das ist nervig. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Dinger funktioniert haben. Kann ich da einfach die Tanks neben dran machen, wenn ich das Ding die Teile pumpen? Weiß es gar nicht mehr. Kann ich die Tanks einfach dann neben dran setzen? Meinst du, das geht? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Lass doch einfach ein Ding ins Platz und dann passt das schon. Oder? Ich weiß eben leider nicht. Das Ding hat sich
hat direkt die Bombe runtergelassen. Bomben tut's, aber. Glaube ich. Ding muss man auf jeden Fall Energie zuführen, das weiß ich. Ich habe keinen Schalter. Sorry, Leute. Jetzt Ich kommen ein brauche paar noch Lever. Redstone. Nein, nicht die Tiers wegwerfen. Haben wir noch irgendwo Redstone? Ich glaube, so langsam werden die Ressourcen knapp. Echt, zwei Stacks waren noch in irgendeiner Kiste in dem Raum, in dem die Erzekiste ist. Ah, ich habe noch gefunden. Passt. Gut, passt. Ich habe noch So. bei uns in der Quarry lagen noch einige Stacks davon. Gut, in der Zeit kann ich ja hier mal so ein bisschen. Frag mich gerade ehrlich gesagt, das Ding irgendwann anfängt. Ob das Ding überhaupt automatisch da rauspumpt. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Kupfer. Warten wir gerade noch ein bisschen auf das Rubber, was wir hier dann auch schon haben. Dann machen wir noch ein paar Kupferkabel dafür, dass wir jetzt gleich tonnenweise Batterien machen. So 60. Ja, das passt. Ich bin gerade hart am Überlegen, wie das genau funktioniert. Also das lässt jetzt gerade den Schlauch runter. War seit einer Ewigkeit schon. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls habe ich jetzt mal eben ein. Mache ich jetzt. Bin ich gerade dabei, den Stack Dingens fertig zu machen. Hier. Da. Stack-Generatoren. Komm, das können wir noch schaffen. Wir haben noch 11 Minuten Zeit. Sehr hart am Beziehungsweise. Überlegen, wie das Ding. Beziehungsweise, wir haben uns das Ziel gesetzt, halt halbe Stunden Folgen zu machen, jetzt wo wir da produktiv dran sind, im Moment das zu machen. So, also ich habe jetzt einen Stack-Generatoren. Jetzt brauchen wir einen Geothermal-Generator. Die macht man mit Empty Cells. Ach, das ist doch easy. Wie viele Geothermal-Generatoren soll ich eigentlich machen? Benny? 40 Stück. 40 Ah, Stück. ja, es funktioniert, aber ich brauche viel mehr Tank. Brauche mehr Speicher. Oh Mist, ich habe mir den Eingang zum Nether gar nicht gemacht. Oh, verdammt. Soll ich ganz kurz in den Nether kommen und dann. Nee, warte, ich hab's noch. Oh, Alter, von was zur Hölle werde ich gerade angegriffen? Soll der Schwachsinn? Was zum? Kannst du mir bitte verraten, was Wo zur Hölle das war? bist du gerade gestorben? Im Nether. Aber nicht über der Lava, keine Ach Sorge. gut. Warte, willst du mein Jetpack gerade haben? Nee, ich bin direkt vor dem Ausgang gestorben. Ach so. Ey, ich werde hier von irgendwas angegriffen, ich weiß nicht, was ich sehe. Ich weiß es auch nicht. So, General, da Was braucht. zur Hölle ist das? Nochmal ein Stack Glas. Was war das? Was ist zur Hölle war das? Ich hab Es Angst. ist am Donnern. In Minecraft oder bei dir in echt? In Minecraft. Ich hab's gerade gehört auf dem einen Ohr. Sich ungut angehört. So, dann brauche ich auf jeden Fall noch. Ja, wir brauchen viel mehr Tanks. Aber können wir das jetzt wenigstens noch die Folge schaffen? Der Tank steht. Wir pumpen Lava. Der Tank, ja, wo geht denn die Energie dann bitte hin? Noch haben wir keine Energie. Produzieren wir noch keine Energie. Wir müssen erstmal irgendwas, dass wir hinbekommen. Aber wir müssen ja, ach stimmt ja, wir müssen erstmal die
Tesserakten machen, oder? Tesseracts, Ben. Die Tanks kann man nicht füllen. Nicht abbauen, so wie sie sind. Dann, ja, dann müssen wir Tesseracts machen. Gut, oh, ich hätte gesagt, da können wir uns, da können wir jetzt auf jeden Fall schon anfangen mit. Ich habe gerade die 30, die 40 Geothermalgeneratoren angefangen zu bauen. Alter, ich. Das ist auf jeden Fall mal nicht verkehrt. Das sind so kleine hässliche Feuerfledermäuse, die einfach übertrieben viel Damage machen. So, Energy Tesseract sind das. Nee, warte. Liquid Tesseracts hätte ich gesagt, ne? Magst du das machen mit den Tesseracts dann, oder? Ja, hast du die Maschinen dafür? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich guck mal, ob Cube die Maschinen hat. Der muss die. Ja, klar, der muss die Maschinen dazu haben. Der muss hat die. Hat er auch hier stehen. Ja, gut, machst du das mit den Ressourcen? Induction Smelter. Magma Crucible. Oh, der hat hier an der Tune Tesseract sogar noch stehen. Dann müsste ich mal gucken. Dafür brauchen wir Enderperlen nochmal. Hast du noch welche über? Ich hab keine über, aber die mache ich mal eben. Okay, ich denke, Cube wird uns da auf jeden Fall nicht böse sein, wenn wir das benutzen. Der hat hier keinen normalen Crafting Table mehr stehen. Hätte ich gesagt. Wie viele brauchst du davon? Also, wie viele Enderaugen brauchst du? Perlen? Ich bräuchte. Warte, jetzt guck ich mal grad. Ja. 16 Milli. Ja, warte, das laber ich. Können wir eventuell mal ins Bett gehen? Nee, 1000 Millibuckets und aus einer Enderperle bekommt man 1000 Milli, Alter. Ja, warte, ich komme. Bei Cube steht auch noch ein Bett, also im Prinzip hättest du da auch einfach reingehen können. Jetzt bin ich hier. Jo, ich hab's gesehen. Passt schon. So. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Wir müssten jetzt 25 Minuten haben. Beziehungsweise, jo, müssten. Okay. So, das hier produziert auch fleißig weiter. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, brauchst du irgendwas, was ich jetzt machen müsste? Oder kann ich jetzt einfach mal gucken, dass ich die Ressourcen, die Kirby rausgesucht hat, dass ich die schon mal verarbeite? Ja, mach die Ressourcen am besten einfach. Guck, dass ich dann, ich brauche einen Tesseract Frame und dafür brauche ich Diamanten. Der MFE ist voll. Was? Der MFE ist einfach voll. Das ist gut. Kann ich mit Jetpack laden. Und es lädt trotzdem so langsam. Geil. Er hat halt einen. Mach unten die Maschinen an, genau. Hat halt einen extrem geringen Output. Ich müsste eigentlich einen MFSU machen. Soll ich das gerade? Oder warte mal. MFSU. Haben wir noch Dias? Ja, wir haben noch Dias. Ja, warte, haben wir definitiv noch Dias. Moment, warte, wo sind die Diamant? Where the fuck are? Hast du zufällig Lead geschmolzen? Yep, hier. Liegen da. Wo sind die Dias? Ach da, okay. Weißt du, soll ich gerade mal einen MFSU machen? Ja, wenn du willst. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich glaube, den könnte jetzt man jetzt auch noch ganz speed schnell durchcraften, denke ich mal. Wobei, man braucht einen Advanced Machine Block dafür. Komm, wir gucken mal, was wir da jetzt gerade noch schaffen. So. Den Chunkloader stellst du am besten auf genau die andere Seite der
Produktion, weil genau dort soll er sein, damit eben die Farmen weiterlaufen, wenn wir nicht. Nörgel, 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 mach selber! Jo, ich weiß ja nicht. Ich dachte, du hättest das Ding jetzt mit einem gewissen Hintergedanken da hingelegt. Na, ich habe das einfach dahingestellt, weil es einfach der kürzeste Weg war. Deswegen Doch, Alter, ich passt kann das kotzen eigentlich. hier. Ich habe jetzt nicht genug Erde, um noch einen So, ich aufzustellen. habe 8 Electronic Socks, ich brauche 6 Diamanten. Ich würde nur gerne wissen, mit was ich den MFE abbauen kann. Das ist meine. Mit einer Electric Wrench normalerweise. Electric Wrench. Nur mit einer Electric Wrench. Ja, klar. Dadurch hast du eben die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Und da habe ich die Sterling Engines. So, haben wir Lapis? Haben wir Lapis? Haben wir Lapis? Sollten wir eigentlich haben. Das wäre mega fail, wenn wir keinen Lapis mehr hätten. Doch, haben wir noch genug. Sehr gut. Sehr gut. Aber wir haben nicht genug Electronic Circuits. Das ist nicht sehr gut. Dann werde ich mal einfach ein bisschen nochmal Sticky Visit machen. Das können wir dann nochmal durchklopfen. Verdammt, unser U-Meter geht zur Neige. Wir haben doch jetzt sowieso eine Überproduktion. Dann An könntest Energie du. meinst du, oder wie? Ja, an Energie. Wir haben aber leider kein Scrap, das ist das Problem. Beziehungsweise, was heißt Überproduktion? Ich möchte halt. Ach, scheiß drauf. Naja, im Moment haben wir ja zu viel Energie, ne? Das stimmt. Dann hätte ich gesagt, wo ist denn noch ein Glasfaserkabel? Ich bräuchte ein einziges Glasfaserkabel. Wir müssen doch noch irgendwo eins haben. Nein, da ist auch keins, hier ist auch keins. Mach das Ding am besten, mach Mass Fabricator einfach neben die, neben deinen, die Quarry am besten. Also vom Stromfluss her. Damit das wirklich die letzte Zufluchtsstelle der Energie ist. Also einfach da, wo die Energie zur Quarry hingeht, oder wie? Ja. Okay, wenn du das Dahin. sagst. Hin, also. Ich hätte mal gesagt, ich weiß, dass ich noch irgendwo Scrap hatte. Wie Ich denke ich hatte. jetzt alles? Ich habe Dias, ich habe Obsidian, ich habe Lead, ich habe kein Tin und ich habe keine Ender. Ich habe keine Enderperlen. So, Tin und. Wenn du zu mir kommst, dann gebe ich dir gerade. Ach, da also noch 26 Scrap. Warte hier, Hast du nein, Enderperlen? da in der Kiste ist der Minimumstein, da kannst du es gerade machen. Neues Okay. Eisen müsste eigentlich noch im Ofen sein. Boah, das geht aber extrem schnell eigentlich. Wird aber auch leer gesaugt hier. Na gut, lassen wir das einfach mal so stehen, so machen. Dann geht's jetzt mal mit Volldampf hier weiter. So, Rubber ist hier. Das reicht mir aber noch gar nicht. Beziehungsweise ich mache trotzdem schon mal einfach die Energie-Crystals so fertig. Wobei, wenn wir halt den Ding jetzt da dran geschlossen haben, den Mass Fabricator, da macht das sowieso eigentlich weniger Sinn, aber ich denke, das passt. Nice to have Benutze und so. jetzt mal ganz schamlos die Energie vom Cube. Ach, das hat er Die uns doch. Dinge geben Das hat er uns eigentlich immer erlaubt, also von daher. 150 geben wir nur. Oh mein Gott, die geben nur 150. Das ist scheiße. Sehr scheiße. So, jetzt. Das soll nicht sein. Machen wir da Kohle rein. Wir haben jetzt übrigens 32 Minuten schon. Ich habe gerade die letzten paar Minuten gar nicht auf den Timer geguckt. Ich hätte gesagt, dass wir die Folge dann einfach an der Stelle beenden werden und einfach noch eine Folge dranhängen. Das kann man. Okay. Gut, dann, wenn es euch vielleicht gefallen hat, lasst vielleicht eine Bewertung da, wenn nicht konstruktive Kritik und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao, Leute.